uns, freuen uns, für euch da zu sein, mit euch zu meditieren und so dieses Feld zu vergrößern und kraftvoll zu machen. Weil es ist kraftvoll, wenn wir zusammen meditieren, wenn wir zusammen in unserer Mitte sind, in unserem Seelenbewusstsein. Und wenn wir auch die Verbindung mit der höchsten Seele praktizieren, also in der Meditation. Wir nennen das ja Yoga, Raja Yoga, das Königs-Yoga. Und das werden wir tun. Und gleich auch während der Meditation werden wir einige Schritte vollbringen, um loslassen zu können, um reinigen zu können. Eben das äußere Reinigen, das machen wir. Und wir merken, wenn es stört, wenn es schmutzig ist, wenn etwas nicht sauber ist. Und so gilt es auch in uns drinnen, immer wieder die Sauberkeit hervorzuholen, zu reinigen und unsere innere Reinheit zum Strahlen zu bringen. Okay. Lasst uns in die Meditation tauchen, in die Meditation gehen. Und ich lade dich ein, ganz bei dir zu sein, in der Haltung präsent zu sein, in einer aufrechten Haltung. Möglichst mit wenig Anstrengung. Vielleicht gibt es Anstrengung, aber möglichst wenig Anstrengung. Ich lasse meine Spannungen los auf der Körperebene. Und ich stelle mir jetzt vor, innerlich auf eine weiße Wand, eine Eins zu malen, also von 1 bis 5. Und bei jeder Zahl atmen wir ein und aus. Jetzt sind wir bei der 1. Einatmen, ausatmen. Mit der 2 einatmen und ausatmen. Und 5. Lasse den Atem ein- und ausströmen, ganz von alleine. Nichts festhalten. Frei atmen. Und ein Gefühl von Freiheit, Freisein auftauchen lassen. Frei von der Arbeit des Tages
von heute. Frei von allen Schichten, die um mich herum aufgebaut wurden. Mit jedem Atemzug tauche ich noch mehr ein in meine innere Freiheit. Diese grenzenlose Freiheit des Seins. Es ist die Leichtigkeit des Seins. Es ist ganz anzukommen in meiner Mitte, bei mir, in dem Bewusstsein, ich bin. Nichts machen, nichts tun, sein. In diese Leichtigkeit, in diese Freiheit des Seins. Eintauchen. Nichts mehr, das mich festhält. Und ich platziere mich jetzt auf dem Sitz der Seele in der Mitte der Stirn. Und von diesem Sitz der Seele schaue ich zurück auf die Woche. Lass die Woche an mir vorbeiziehen, wie auf einer inneren Leinwand. Jeden Tag verschiedene Situationen. Mit verschiedenen Menschen. Und wenn ich irgendwo anhalte, wenn ich merke, da ist noch etwas zu bereinigen, halte ich inne. Sehe die Situation jetzt vor mir. Vielleicht eine Person. Und ich frage mich, was kann ich daraus lernen?
Was will mir die Situation sagen? Was gibt es da zu bereinigen? Welche Kraft und welche Tugend kann ich da einsetzen? Diese Situation zu bereinigen. Und jetzt bitte ich meinen höchsten Begleiter, meinen spirituellen Freund, dabei zu sein mit seiner Kraft, mit seiner Unterstützung. Und in dieser Atmosphäre finde ich Lösungen für alle offenen Situationen. Mein spiritueller Freund hat so viel Kraft, besitzt die Weisheit. Unendliche Weisheit. Und ich kann sie anzapfen. Ich kann diese Unterstützung nehmen. In der Präsenz des Höchsten findet sich immer eine Lösung. Vielleicht wird es mir klar, was der nächste Schritt ist. Was ich als nächstes zu tun habe. Oder vielleicht gibt mir die höchste Seele einfach zu verstehen, in die Stille zu gehen und abzuwarten. Ich bin jetzt an diesem Tag, Freitag, heute angelangt. Gehe auch noch durch diesen Tag und schaue, ob noch irgendetwas offen ist. Ist da noch etwas von der Woche noch zurückgeblieben? Oder etwas von heute, wo ich mich fragen kann, was kann ich aus dieser Situation lernen? Welche Kraft kann ich einsetzen? Welche Tugend? Mein Begleiter. Mein spiritueller Freund und Berater ist mit seiner Präsenz dabei. Thank you.
dann lasse ich den Tag los. Setze mich wieder ganz bewusst auf den Sitz der Seele in der Mitte der Stirn. Und auf diesem Sitz der Seele sehe ich immer das Ganze, nicht nur den Moment, sondern ich sehe die Vergangenheit, das Jetzt und die Zukunft. So viel Weisheit liegt in mir, der Seele. Und jetzt lade ich diese Strahlen des Lichtes der höchsten Seele ein, mich zu reinigen. Nochmals alles zu reinigen von dieser Woche, von diesem Tag. Vor allem, wenn noch Reste von Gefühlen, von Emotionen da sind. Ich übergebe sie diesem Licht der höchsten Seele. Ich lasse meine Gedanken reinigen. Mein Geist wird von dieser reinigenden Kraft durchdrungen. All meine Erinnerungen, sie werden vom Licht durchdrungen und gereinigt. Und so kann die Seele im reinsten Licht erstrahlen. Hell, frei, ohne Begrenzung. Ich bleibe einfach präsent. Nehme die Kraft auf in mich. Lasse meine Emotionen sich reinigen. Die Schatten lösen sich auf. Alles darf sich ans Licht heben. Alles darf erhoben werden im Licht. Alles. Alles darf ins Bewusstsein des Lichtes gehoben werden.
Und jetzt verlasse ich für einen Moment die Begrenzungen des Körpers, die Begrenzungen dieser Welt. Lasse alle Rollen hinter mir. Und lasse mich anheben, bis ich in die Dimension von rot-goldenem Licht eintauche. Aha, das ist die Welt, von der ich komme. Deshalb fühlt sich die Seele so frei. Keine Begrenzungen mehr. Unbegrenztes Licht, Stille, und das Licht der Seele in der ursprünglichen Essenz, der ursprünglichen Kraft. Das sind wir jetzt alle. Alle Seelengeschwister, Punkte von Licht in der Welt des Lichtes. Und da ist auch das Zuhause meines spirituellen Freundes. Höchsten Seele, dieser Kraftquelle, und diese Quelle ist so stark wie ein Magnet, zieht die Seelen an sich heran, sodass sich die Seelen auftanken können mit dieser Kraft, mit dieser spirituellen Kraft, Weisheit. Da ist die Seele völlig rein, ganz nahe an dieser reinsten Quelle. Keine Trennung mehr, keine Dualität mehr. Die Seele ist in ihrem ursprünglichen Sein angekommen. Und von diesem Ort der Reinheit, wird nochmals alles ganz von tief her gereinigt. Sodass die allerletzten Schichten von Körperbewusstsein abfallen. Noch
bleiben wir einen Moment und genießen einfach noch die Stille. In der Stille ist so viel Heilung. In der Stille liegt so viel Kraft. In der Stille können wir diese höchste Energie erfahren, erfassen, erkennen. Und jetzt lassen wir diese reinigende Energie in den Körper strömen. In jede Zelle. Alle Organe werden gereinigt. Ich lasse diese reinigende Energie in meine Aura strömen. Die Aura wird gereinigt. Langsam kommen wir wieder da, hierher, in den Raum. Das Reinigungsprogramm für die Seele und auch für den Körper. Weil wenn ich in der Seele diese reinigende Kraft aufnehme, kann ich sie weiter strömen lassen. Ganz bewusst mit meinen Gedanken und diese Energie in jede Zelle schicken. Und das ist Reinigung auch für meinen Körper, für mein wichtiges Instrument. Sonst könnte sich die Seele nicht ausdrücken. Diese Energie können wir nutzen. Der Meditation, also in der Meditation schon, ne, diese Energie, diese Strahlen, Lichtstrahlen
strömen lassen in die Zellen und auch in die Aura. Also um uns herum, ne, gibt auch einen schönen, wunderbaren Schutz. Reinigung. Ja, wir sind wirklich gewohnt zu reinigen, den Körper reinigen wir selbstverständlich, putzen die Zähne. Unsere Wohnung, unser Haus, wir putzen, schauen, dass es sauber ist. Wir brauchen diese Sauberkeit und diese Reinigung in der Seele, im Geist vor allem. Und das sind zuerst die Gedanken, die wir reinigen können. So viele unnütze Gedanken, die sich durch unseren Geist bewegen. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, wenn wir im Negativen sind, wenn wir negativ denken, denken wir schneller. Wir haben mehr Gedanken. Das ist wirklich so. Also heißt es, wenn wir positiv denken, und zwar im Sinne, dass wir Gedanken erschaffen, denken wir langsamer. Es wird weniger Energie verbraucht. Ich fühle mich nicht so ausgepowert, sondern ich kann die Energie viel mehr nutzen und lenken. Wenn wir denken, so, man spricht davon 30, 40 bis 50.000 Gedanken pro Tag. Wie viele Gedanken davon sind heilsam, wohltuend? Und wie viele Gedanken sind, sag jetzt mal, Abfall? Und das müssen wir immer wieder, daran müssen wir mal immer wieder denken und auch immer wieder diese Gedanken loslassen und in diesen langsamen Modus eintreten. Also das heißt nicht, also die Gedanken denken lassen, ne? So im Autopilot, sondern ich erschaffe und kreiere Gedanken. Diese positiven, wohltuenden Gedanken. Nicht einfach etwas mir einreden, sondern etwas, wovon ich überzeugt bin. Etwas, wo mir das spirituelle Wissen gesagt hat, das macht Sinn. Und es macht Sinn, weil ich es verstehe und weil ich merke, ja, es stimmt. Es ist nicht irgendetwas eingeredet, sondern es entspricht der Wahrheit. Und ein solcher Gedanke zum Beispiel ist, ich bin eine kraftvolle Seele. Oder ich bin eine zufriedene Seele. Oder ich bin heiter. Da muss jeder selber schauen, ne, was funktioniert und was tut mir gut. Es ist nicht in jedem Moment für jeden dasselbe, überhaupt nicht. Aber wir wissen, was sind positive Gedanken. Wir wissen, was sind wohltuende Gedanken. Und wir können sie erschaffen. Also da bin ich Schöpfer und Schöpferin. Also da sind wir, da kreieren wir, da können wir kreativ sein. Und dann sammeln wir weniger Abfall an. Also das heißt, wir müssen viel weniger reinigen. Gedanken reinigen, positive Gedanken denken, erschaffen. Ja? Weil da ist noch viel mehr dieses Selbstwirksame drin, dieser Moment des Ich erschaffe es. Ich bin Schöpfer. Ich bin kreativ. Dann das Reinigen der Gefühle. Es ist wichtig, Emotionen, Stimmungen, Gefühle, die auftauchen, wahrzunehmen.
wahrnehmen, auch in der Meditation zum Beispiel. Wahrnehmen, annehmen. Und auch merken, was tut mir jetzt gut? Welcher Gedanke tut gut? Ist Balsam jetzt für mich? Gerade wenn ich in etwas drin bin. Dem Raum geben, was ist. Nichts unterdrücken, verdrängen, verleugnen, banalisieren. Aber da auch reinigen im Sinn, mich fragen, was kann ich lernen, welche Tugend tut mir gut, welche Kraft und wie kann ich meinen höchsten Begleiter da einbeziehen. Was brauche ich, was kann ich, welche Qualität tut mir da jetzt in dem Moment gut. Reinigen der Gefühle. Reinigen von Beziehungen. Immer wieder vergeben. Immer wieder diesen Schritt machen, ne? Von vergeben. Gerade wenn wir in Beziehungen sind, gereinigt werden müssen. Auch sich fragen, was kann ich lernen? Welche Kraft kann ich einsetzen? Welche Tugend ist jetzt wichtig, jetzt im Zusammenhang mit diesem Menschen? Und vielleicht habt ihr auch schon von diesem Ho'oponō-Ritual gehört aus Hawaii. Sehr heilendes Ritual. Das hat 4 Schritte. Und der erste Schritt ist, und ich mache das innerlich, ne? Ich sage innerlich dieser Seele, es tut mir leid. Weil ich habe meinen Anteil, was auch immer es ist. Bitte vergib mir, das ist der zweite Schritt. Ich danke dir. Und ich liebe dich, oder? Zwischen uns ist jetzt nur noch Liebe und Wertschätzung. Ich sage nochmals die 4 Schritte. Und es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich danke dir. Dankbarkeit, immer. Wichtig, wichtig. Ich kann lernen. Ich kann dafür danken, dass ich etwas lernen kann, dass ich meine Kräfte stärken kann, dass ich Tugenden einsetzen kann, dass ich da eben meine Selbstwirksamkeit nützen kann, ne? Also selbstwirksam werden. Also das heißt, ich setze das wirklich auch ein. Und das vierte ist die Liebe. Ich lasse Liebe fließen und strömen zwischen uns. Es soll nur noch Liebe und Wertschätzung zwischen uns da sein. Reinigen von Beziehungen. Immer wieder wichtig. Wir haben immer wieder, jeden Tag mit Menschen zu tun. Ich habe gerade gestern das auch anwenden müssen und ich bin immer noch dran. Ist gerade in der Klinik, wo ich arbeite. Ich arbeite mit Menschen mit Suchtthemen. Und ich habe jetzt speziell ein Mensch, ein Patient, ist gerade sehr herausfordernd und sehr anspruchsvoll und sehr mit Vorwürfen, nicht nur jetzt gegen mich, aber so allgemein. Und, aber bin auch konfrontiert jetzt gerade im Moment und ich habe mich auch so gefragt, was brauche ich jetzt, was tut mir gut, was kann ich daraus lernen? Und heute ist mir so diese Erkenntnis gekommen, ich hole mir Hilfe, ich muss jetzt Hilfe haben, einfach, ich brauche eine Supervision und ich habe mich auch bei einer Kollegin
gemeldet. Und das ist auch etwas Wichtiges, um etwas bereinigen zu können, wo wir innerlich irgendwo anstehen. Einfach sagen, okay, ich brauche Unterstützung. Es kann auch ein Gespräch sein mit jemandem mit viel Erfahrung. Es kann eine Freundin oder eben ein Kollege, Kollegin. Ganz wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dann in solchen Momenten die Erlaubnis geben. Okay, ja, ich brauche etwas, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Ist doch okay. Und in dem Moment, wo mir das so gekommen ist, auch in einem Ruhemoment, in einem stillen Moment, in dem Moment ging es mir wirklich auch wieder besser. Also ich hatte so das Gefühl, puh, ja, jetzt kann ich da ein bisschen wie aufatmen. Und das ist noch auch ein wichtiger Schritt und Punkt, den ich noch erwähnen möchte, was die Reinigung erleichtert. Das ist wirklich immer wieder in die Stille gehen, in die Stille gehen. Keine Musik von außen, nichts, Stille. Wird in vielen Achtsamkeitsprogrammen empfohlen, das mache ich auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Stille ist heilsam, Stille ist heilsam. Und wenn ich dann einfach in Kontakt komme in dieser Stille mit dem, was gerade ist, ist doch wunderbar. Ich muss es nicht mehr auf die Seite drücken. Ich muss es nicht unter den Teppich wischen, sondern ich lasse es an das Licht ins Bewusstsein kommen, ne? Ins Licht kommen. Ins Licht des Bewusstseins kommen, kann man wirklich so sagen. Und das ist so wichtig, diese Stille, diese Stille. Und natürlich, wenn wir den höchsten Berater, die höchste Seele, voll von Weisheit, wenn wir seine Präsenz einladen, dann können wir Lösungen finden. Und das ist wirklich eine kraftvolle, dann wird wieder kraftvoll. Und dann kann ich auch wieder loslassen, mich auf das Nächste einlassen. Weil wenn ich voll bin mit dem Alten, dann ist das Neue gar nicht möglich. Ich hoffe, ich konnte euch einige oder etwas mitgeben zum Thema Reinigen, Reinigung, das Innenreinigen, Reinigen der Seele. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Om Shanti.